Night Shift. Gleich mit Daniel und Brian. Ja. Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Shoki Banuki Night Shift hier aus unserem Studio Shanghai. Daniel, wie war der Flug? Soweit ganz gut. Ja? Stewardessen soweit so. Hat der Sascha Holzklasse wieder ausgegeben oder durftest du auch mal mit den anderen Menschen? Nee, ich war unten im Gepäck, in der Gepäckabteilung. In der Hundebox? Ja, ja. Okay, hast du wenigstens mal Leckerlis mit dazu bekommen? Ja, immer. Das ist ja Ehrensache, oder? Hervorragend, hervorragend. Daniel, worüber reden wir denn heute? Du, ich habe keine Ahnung, aber du hast bestimmt ein Thema mitgebracht. Das ist ja nichts Neues, dass du keine Ahnung hast. Ja, aber das ist ja themenunabhängig. Ich bin themenlos auf die Welt gekommen, ja? Ich würde vorschlagen, wir futtern erstmal was. Das können wir machen. Gucken wir, was wir hier haben. War eine gute Idee. Neapolitaner? Ja-Produkte. Von Yahaha. Okay. Gelle? Stehst du auf Neapolitaner? Schon, ja. Also da kannst du auch ein bisschen... Nur auf die Waffeln. Original von Manna, ne? Die haben ja mit dem Rotz angefangen, Wiener Feinbäckerei oder wie das heißt. Die gibt es ja jetzt in verschiedenen Geschmacksrichtungen, habe ich gesehen. Ne? Zitrone, genau. Ich war letztens in Wien und habe da auch diesen Manna-Laden ausprobiert und der war ziemlich sehr, sehr rosa, sage ich mal. So, bitte schön. Die Waffeln auch, ja. Ob die Waffeln hatten? Nee, hatten sie nicht. So, cheerio. Ja. Gar nicht verkehrt, ne? Verblüffend gut, ja. Also, lecker, knusprig, haselnutzig, schokoladig. Kann man weiterempfehlen. Genau. Jetzt habe ich aber genügend Zeit beschafft. Da kannst du auch ein bisschen was über das Thema erzählen, was du mitgebracht hast. Okay. Oder hättest du lieber gerne noch einen? Das musst du erst verdienen. Weißt du was? Wir machen so. Pro halbe Stunde Sendung kriegst du ein Stück. Ja. Okay? Okay, so können wir es machen. Hier sind noch 8 Stück drin. Das heißt, 4 Stunden Sendung, die stehen uns vor. Das ist ja super. Ja, also. Wenn du nicht zu Potte kommst, dann fange ich an zu essen. Ja, du fängst an mit deinem Thema. Alles klar. Weißt du, warum in Wien ein Handwerker in einem rosafarbenen Overall rumläuft? Der ist bestimmt... Stimmt, Hausmeister in der Blue Oyster Bar. Richtig. So, jetzt bist du mit deinem Thema dran. Okay. Weißt du... Ja, schon ein Thema aus den Fingern, weißt du? Du, pass auf. Ich frag dich jetzt mal was. Oh, da bin ich gespannt. Du bist doch Filmexperte. Ich bin sowas von. Was hatte denn der Vergewaltiger in Pulp Fiction außer Schlüsseln an seinem Schlüsselbund? Du meinst sie... Sie ist Dead Baby? Nee, es war ein R. Nein, Z. Also das englische Z. Z. Genau. Sie ist Dead Baby. Was hatte der? Der hat so einen Polizisten- oder Wachmannsuniform oder sowas angehabt, ne? Was hatte der an seinem Schlüsselbund? Der hat einen Schlüsselbund gehabt? Was hatte er an seinem Schlüsselbund? Ja, außer Schlüssel. Nix mehr. Päckchen Gummibärchen? Nee. Was denn? Ein Z. Ah ja, stimmt. Ja. Das sieht man ja später. Was machst du da eigentlich? Ich habe ihm jetzt gerade was aus der Nase gefallen. Und also bei deiner Nasengröße mag ich das gar nicht glauben. Bei mir wäre das möglich gewesen. Ja, obwohl, sag mal, ist das eigentlich jetzt nur mal so erfahrungsgemäß, wenn du im Süden bist am Meer irgendwo, machst du Rückenschwimmen, gab es da schon das eine oder andere Mal Haifischalarm oder ist das nur so jetzt wegen der Silhouette, frage ich? Das kommt ganz drauf an. Also reden wir jetzt noch von meiner Nase? Ja, ja. Ja, Nase ist überhaupt kein Problem. Das ist kein Problem. Nee. Was ist ein Problem? Problem ist, wenn ich erregt bin, dann fragen die Leute, wann denn das Segel eingeholt wird. Ah, okay. So. Wo bin ich hier nur hingeraten? In Schweden? Ja. Warst du schon mal in Schweden? Nein. Okay. Ich möchte aber gerne hin. Ist eine sehr schöne Stadt. Stadt? Mhm. Okay. So, in Schweden... In Schweden gibt ich klaue dir noch mal eins. Mach das. In Schweden gibt es Polizistinnen, die im Bikini Diebe Ding festmachen. Oh Baby. Oh Baby, balla balla. Wärst du gern Dieb in Schweden, ne? Ich wäre jedenfalls nicht gern Polizistin im Bikini. Ja. Wieso das denn? Wie heißt es? Wie abgefahren ist das denn? Wobei, man macht sehr oft den Fehler, wenn man sowas hört, stellt man sich sofort voll die Granate vor. Jetzt geh aber allein mal hier bei uns raus auf die Straße, okay,
und stell dir all die Frauen, also no offense, aber stell dir mal all die Frauen von mir aus, Mädels, stellt euch all die Männer, stellt euch die mal im Bikini vor. Mhm. Das will man doch gar nicht. Oder? Weißt ja. du hörst, oh, Bikini und denkst sofort, also je nachdem, worauf man steht. Haare. Schwedin, Bikini, ja, ja. Der eine steht auf kräftigere, dann sieht er nur kräftige, der andere steht auf dünne, ja. Knochengröße, da steht er nur auf Knochengröße. Aber jeder denkt sofort, oh, das muss eine richtig rattenscharfe Lady sein. Ja, kann ich mir auch nicht anders vorstellen, weil es liegt ja keiner, der scheiße aussieht, in den Park, denn das ist im Park passiert. In einem Park lag eine schwedische Polizistin im Bikini auf ihrem... War die im Dienst? Die war nicht im Dienst. Die lag da auf ihrem Strandtuch und... Parktuch, sie war ja im Park, hast du gesagt. Richtig. Und stellte sich sozusagen schlafend, beobachtete aber so ein bisschen ihr Umfeld, berufsgemäß. Und hat dabei einen obdachlosen Zeitungsverkäufer, also gibt es ja diese obdachlosen Zeitungen, dabei beobachtet, wie er bei jemand anderem an dem Handtuch und an der beiliegenden Tasche von dem Handtuch drin sich dran zu schaffen machte und ein Handy rausgeklaut hat. Und dann ist er, wie der bemerkt hat, dass sie ihn gesehen hat, hat er Fersengeld gegeben und sie ist mit wallenden Wogen ihm hinterher Siehst du, du bist schon wieder im Filmmodus. Ja, ja. Ist ihm hinterher und hat ihn sozusagen dingfest gemacht. Wie bei weißt du, Baywatch-mäßig ist sie da. Wow, bam, bam und die Dinger sind Du redest von David Hasselhoff, ne? Hervorragend! Also, Schweden muss man unbedingt hin. Schweden muss man hin. Und zwar wirklich, er schaut im Park. Das war übrigens in Malmö. In Malmö? Ja. Ist ja nicht mal so weit oben. Nee, es ist noch ziemlich, ja. Gut. Also wir fahren jetzt direkt los. Ich hole den Wagen, Harry. Ja, okay. Und dann ab nach Schweden. Ab nach Schweden. Kelle? Die werden aber jetzt bestimmt nicht im Bikini. Falls ihr uns sucht, wir sind in Bikinis, sind wir in Schweden im Park und jagen Obdachlose mit einer Zeitung. Nee, nee. Habe ich das richtig zurück? Nee, umgekehrt. Wir sind als Obdachlose verkleidet und klauen in Parks Handys, um dann von bikinitragenden Polizisten... Mit der Zeitung geschlagen zu werden. Polizisten mit der blonden Mähne gejagt und verfolgt zu werden. Genau. Ja, yeah, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bleibt wieder dran oder schaltet wieder ein, wenn es heißt Shoki Banuki Night Shift. Danke. Ich nehme noch eins. Ciao. Gute Nacht. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.